Bitte nicht. Lassen die mich denn hier raus? Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns in der Kinderchirurgie. Irgendwas für mich tun, Frau Doktor. Ich kann nicht nach Torgau zurück. Ich halte es dann nicht aus. Können Sie was für Stella machen? Kurve ist eine Vernichtungsanstalt. Sie haben aber eine schöne Freundin. Was hat die Frau? Friedel hat Krebs und wird sterben. Und der Offizier? Ihr Ehemann. Machen Sie das öfter? Das Sterben erleichtern. Arschlöchern helfen. Da steht ein altes Holzkreuz. Und dort beginnt ein Hohlweg. Und unten ist das Meer. Das ist der schönste Ort, den ich kenne. Sie festgenommen? Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg. Oh, Alex. Ist schon soweit? Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Sie liegt seit Monaten im Koma. Nur jetzt ist sie aufgewacht. Was soll ich denn jetzt machen? Sie müssen jegliche Aufregung, ja nur die Gefahr einer Aufregung von Ihrer Mutter fernhalten. Ein zweiter Infarkt wird sie nicht überstehen. Und das hier? Mama soll ihr Zimmer genauso vorfinden, wie sie es verlassen hat, ja? Ist das nicht dein Ernst? Doch. Auf tapferen 79 Quadratmetern. Die DDR lebt weiter. Auf Weltniveau. Ich will kein falsches Wort hören. Wie ist das mit den 20 Mark? Hier ist die Arbeit. Hat sich ja gar nichts verändert hier. Was soll sich auch schon verändert haben? Ach, Alex. Ich hab so eine Heißhunger auf Spreewaldgurken. Spreewaldgurken? Mensch, Junge, wo lebst du denn? Wir haben jetzt die D-Mark. So weit haben die uns schon. Dass wir im Müll rumfischen müssen. Sie sind ja auch gut. Was ist eigentlich passiert in den 8 Monaten, die ich verschlafen habe? Guten Appetit und vielen Dank, dass Sie sich für Burger King entschieden haben. Du musst es deiner Mutter sagen. Als ob die scheiß Gurken noch nicht genug wären. Jetzt will sie auch noch Fernsehen. Ja. 2, 1, Berlin. Auf einer Historie hat Genosse Erich Honecker in einer großen humanitären Geste der Einreise der zufluchtsuchenden BRD-Bürgern zugestimmt. Mama? Du bist die beste Mutter der Welt und wir lieben dich alle. Alex? Was ist denn? Was ist das? Ja, ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da wieder also... Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck... ויקדש עושו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות.
will the Jewish pupils walk to the sides, please, so that we can say together the Lord's Prayer? My father's salary is £6 a month. The school costs £5. Is it some kind of Jewish habit to talk about money all the time? The English don't like me. They don't like me either. I'm a Scot. Ziemlich unser einziger Autor, der nichts Verdächtiges schreibt. Ich würde ihn überwachen lassen. Der OTS steht ab morgen früh auf sein Zeichen für die Verwanzung bereit. Teure Dinge. Wir leben in einer Demokratie. Falsch. Wir leben in einer Diktatur des Kapitals. Und geh mal durch die Straßen. Sieht da irgendjemand besonders glücklich aus oder sehen die aus wie gehetzte Tiere? Ja, natürlich. Ich bin der falsche Sündenbock. Weißt du gar nichts davon? Es gibt tausend andere Möglichkeiten, sich das Leben zu nehmen. Warum fahren Sie gegen eine Wand? Wer sagt Ihnen, dass Sie mich umbringen wollte? Es gab keine Bremsspuren. Ah!
Schlüssel. Du wirst mich heiraten. Du und auch nur so, als wären wir verheiratet, verstehst du? Wieso gerade ich? Ich bin Penner! Weil meine Eltern nicht akzeptieren werden, du bist starke Mann! Ich hörte, Sie werden diese Woche entlassen. Kommt gerade frisch aus dem Knast. Und hat jetzt nur ein Ziel. Wo ist die Kohle? Hab ich vergraben. Aber da gibt es leider ein winziges Problem. Fuck. Also ich stand da neulich noch nicht. Wieso vergräbst du das Scheißgeld denn bitte auf einer Baustelle? Ja, ich dachte, die verlegen da bloß so Rohre. Und? Ich suche einen Heizungskeller und grab mich ran ans Geld. Eine super Lösung. Universalschlüssel bekomme ich dann auch als Lehrer, oder? Sie sind nicht verbeamtet, nehme ich an, ne? Nee, nicht so. Ich arbeite ja morgen. Aushilfslehrer. Ach, wir arbeiten auch hier. Mein Beileid. Wegen dem Lehrerplan. Können wir uns da mal treffen, ein bisschen austauschen und so? Wegen des Lehrplans? Ja, hab ich doch gesagt. Sie sind ein Bruder, Mann! Der nackt mich nicht an hier. Wo ist das Klassenbuch? Am Schrank. Sie selber! Ich will, dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird. Und jetzt hat das deutsche Bildungssystem... Unterricht hat angefangen! Ein Problem mehr. Oh mein Gott, was tut es? Ey, das ist 5G! Das geht vielleicht nie wieder raus, die Behinderte! Mach deinen Job. Ich kann Frau Gerst auch sagen, dass du nur Filme guckst und die Kindern Angst machst. Ey, wie soll ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank. Wieso hast du eine Tüte auf dem Kopf? Boah, bitte nicht wieder KZ. Presse jetzt! Heute waren wir auf einem Ausflug. Ja, bitte nicht aufwecken, Hamela, bitte. Dann müsstest du aber in die Theater gehen. Ja, okay, Mann. Aber lassen die scheiß Brustwarze in Ruhe. Julia, sofort zu, wir ficken! Zack, zack, zeig mal Möpse! Wir schreiben das um, das wird cool. Von den Machern von Türkisch für Anfänger kommt die geilste Doppelstunde deines Lebens. Deine Schülerin weint. Chantal! Ja? Oh, leise. Fuck you, Goethe.